Hallo, heute kommt das Video rund um Zähnebleachen, weil ich war in Hildesheim bei der lieben Vida, Hildesmals, und wir haben uns zusammengesetzt und ich habe ihr halt ein paar Fragen gestellt, die sie mir dann halt ausführlich beantwortet hat, rund um Zähnebleachen, mit viele Fragen, die offen sind, geklärt sind. Und ja, es war ein richtig schöner Vormittag. Wir haben dann noch ein bisschen hier mein Zähnchen verschönert, aber das seht ihr auch alles im Video, wie das gemacht wird und so. Und vorab möchte ich euch noch ein bisschen erzählen, wie ich jetzt im Nachhinein meine Zähne weiter pflege. Die Sonne, die blendet hier gerade total, weil man soll ja begleitend ja dann auch noch irgendwie so Whitening-Zahnpasta benutzen, aber nicht alle ist halt gut oder alles ist gut, was man so kaufen kann. Deswegen zeige ich euch mal, was ich im Moment benutze. Und zwar ist meine Zahnpasta, die jetzt ja so gut wie leer ist, die Dr. Bauers Kokos Whitening Mint. Die habe ich mal zugeschickt bekommen und war erst ein bisschen skeptisch wegen Kokos. Und dann dachte ich so, okay, weil Zahnpasta so mit Geschmacksrichtung bin ich nicht so der Fan. Also für mich muss die Zahnpasta immer frisch und ein bisschen scharf sein. Einfach dieses Cooling, saubere, frische Effekt. Deswegen war ich ein bisschen skeptisch und habe die dann halt benutzt. Und es ist halt Gewöhnungssache. Man muss halt erstmal so ein paar Mal benutzen und dann ist es ganz cool. Das Ergebnis davon ist super. Also die Zähne fühlen sich mega glatt an. Man hat lange dieses glatte, frische Gefühl. Was bei mir ist, das habe ich euch ja in meinem Weekvlog erzählt, dass ich ja dieses Schleimfädenproblem habe. Das ist bei dir absolut gar nicht. Ich ja immer mal wechsle, weil ich habe, ist nicht meine einzige Zahnpasta. Ich wechsle ja immer und versuche irgendwas für mich herauszufinden. Aber bei der ist es absolut gar nicht. Und wie gesagt, die ist jetzt leer. Aber ich habe ja noch ein paar davon. Und ich werde auch am Ende des Videos, müsst ihr dann weiter gucken, ein paar verlosen. Dann könnt ihr gucken, wie ihr die findet. Ich schicke euch die da an und dann könnt ihr mal testen, ob ihr die auch gut findet. Einfach so als kleines Goodie verlose ich euch am Ende des Videos. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Clip bei Vida und dann sehen wir uns am Ende nochmal. So, ich bin heute bei der lieben Vida bei Hildesmals und ich habe euch da gefragt, ja, rund um Zähnebleachen, ob ihr da ein paar Fragen habt und dann sind ein paar zusammengekommen. Und die liebe Vida wird das mal tatkräftig beantworten. Genau. Also schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, gerne. Ich freue mich auch, dass ihr hier seid. Kannst du mal ein bisschen von dir erzählen? Ja, also ich heiße Vida. Ich bin 27 Jahre alt, führe das Zahnkosmetikstudio jetzt seit Februar. Kundin ist die liebe Melanie jetzt auch schon hier gewesen. Deswegen ist es ganz cool, dass jemand auch dieses Interview führt, die halt ja auch schon Erfahrungen gesammelt hat, unabhängig jetzt von irgendeiner Werbung. Ja, ja? Genau. Genau. Freue ich mich besonders und ja, das Studio ist wirklich sehr gefragt. Ich freue mich immer wieder über Kunden, die aus Hannover kommen, außerhalb aus Hildesheim, und biete hier halt Zahnkosmetik an. Das heißt, hier werden Zähne aufgehellt, kosmetisch aufgehellt, Zahnspuck wird angebracht. Und das ist sehr zentrale. Aus der Haustür rauskommen kann man eigentlich auf den Bahnhof gucken. Richtig. Also wir sind hier direkt am Hildesheimer Bahnhof. Auch für Kunden, die von außerhalb kommen, einfach super zu erreichen mit dem Zug. Einfach aus dem Bahnhof raus und man ist quasi da. Und was hast du vorher gemacht, bevor du das Studio hattest? Vor dem Studio war ich erstmal in Elternzeit. Ich habe nämlich eine kleine Tochter, die wird jetzt im Januar 2 Jahre alt. Und vorher habe ich beim Zahnarzt gearbeitet. Kommst du aus dem Bereich genau. Schon? Ich komme aus der Branche, komme aus der Zahnmedizin, inzwischen schon das 10. Jahr. Also habe sehr, sehr viele Berufserfahrungen und habe auch in der Prophylaxe gearbeitet, habe dort auch Bleaching durchgeführt und bin dann nicht unerfahren. Habe ich vorher gut, ja, dann starten wir mal mit den Fragen. Die allererste Frage ist, was ist der Unterschied von deinem Bleaching zum Bleaching beim Zahnarzt? Ja, es unterscheidet sich in dem Material. In der Zahnkosmetik sind nämlich nur Materialien zulässig, die unter 0,1% Wasserstoffperoxid beinhalten. Das heißt, ich dürfte jetzt hier nicht in meinem Zahnkosmetikstudio ein Material verwenden, was hochprozentig Wasserstoffperoxid beinhaltet. Das ist der Unterschied. Dazu kommt aber auch, dass das Zahnbleaching in einem Zahnkosmetikstudio viel schonender ist. Es ist schmerzfrei. Jeder, der mal beim Zahnarzt ein Zahnbleaching durchführen lassen hat. Ich habe immer gehört, dass
viele auch abbrechen mussten während der Behandlung, weil das echt schmerzhaft war. Also es gibt viele, die brechen dann ab, weil es einfach so schmerzhaft ist. Aus Erfahrung kann ich das bestätigen, dass es halt schmerzverbunden ist. Aber gibt auch viele Patienten aus der Vergangenheit, aus der Zahnarztpraxis, die das auch gut mitgemacht haben. Vorteil ist aber natürlich auch der Kostenfaktor. Zahnkosmetik ist um einiges günstiger, schonender und der Unterschied liegt einfach im Material. Dafür haben wir aber auch längere Einwirkzeiten. Also man verbringt in einem Zahnkosmetikstudio für ein Bleaching ein bisschen mehr Zeit als in der Zahnarztpraxis. Aber wenn die Atmosphäre stimmt wie hier, dann ist man gerne hier. Richtig. Ist das für jeden geeignet? Also gibt es da irgendwelche Ausnahmen, wo du sagst, da kann ich nicht bleachen? Ja, es gibt Kunden, die haben starke Zahnfleischentzündungen, starke Parodontose, die vorher beim Zahnarzt natürlich diagnostiziert werden muss. Da ist ein Bleaching ja nicht indiziert. Also da darf man dann keine Zahnaufhellung durchführen. Es sind einfach gesundheitliche Vorgeschichten, die in der Beratung auch immer ausgeschlossen werden. Also vor jeder Zahnaufhellung besprechen wir auch Allergien, Infektionskrankheiten, Krankheiten bezüglich der Zähne, die beim Zahnarzt vielleicht schon festgestellt worden sind. Und wenn da etwas zutrifft, dann muss man leider sagen, dass das Bleaching nicht durchgeführt werden darf. Dann die Kosten. Wie sehen die bei dir aus? Ja, wir haben hier ja drei Pakete. Das ist einmal das S, M und L Paket. Da kann man einfach wählen, wie hell möchte man die Zähne haben und vor allem, wie ist die Ursprungsfarbe. Wenn die Zähne natürlich von der Ursprungsfarbe jetzt schon ziemlich gelb sind, dann sollte man natürlich zu einem Bleaching tendieren, was etwas länger dauert. Mindestens das Medium Bleaching oder halt das Large Bleaching. Wenn man aber sagt, ich möchte jetzt zum Einstieg das Bleaching einfach mal kennenlernen, dann gibt es das S-Paket. Ja. Das kostet 84 Euro. Und wenn man sagt, nee, ich möchte es gleich wissen, möchte mein helles Lächeln zurückhaben, sollte man schon das Medium oder das Large Bleaching nehmen. Weil ich hatte ja das M-Bleaching. Genau, das kostet 134 Euro, ja. Das M-Paket. Und das Large Bleaching kostet 184 Euro. Das sind Preise, gute Preise, finde ich. Also, ja. Aber beim Zahnarzt habe ich, glaube ich, mal gesehen, fängt das bei 300 Euro an oder so? In der Regel, das sind so die Preise, die eigentlich gängig sind. Ne? So ab 300 Euro. Ja, oder? Nein, in dem Fall, also in der Zahnkosmetik, kann ich auf jeden Fall garantieren, dass es dem Zahnschmelz nicht schädigt. Ja, okay. Das Gel ist pH-neutral, hat sehr wenig oder teilweise auch gar kein Wasserstoffperoxid. Ja, das ist halt ein Stoff, was man halt auch für die Haare benutzt. Ne? Also wenn man blondiert wird, dann ist Wasserstoffperoxid genau dasselbe, was da drin ist. Und das findet sich halt... Wenn man das schon an den Haaren irgendwie so extrem... Und das riecht man ja auch. Ne? Also man riecht dann ja auch, wie stark prozentiert das ist. Mhm. Und das hat man bei dem Gel in der Zahnkosmetik nicht. Deswegen ist es definitiv nicht schädlich. Ich kann da auch aus Erfahrung sprechen. Habe an meinen Zähnen jetzt schon mehrmals gebleached und... Immer schmerzfrei, ohne Nebenwirkungen und ich kann wirklich alles essen und alles trinken. Und ich kriege es ja auch immer von den Kunden bestätigt, wenn sie dann mal ein medizinisches Bleaching hatten und jetzt die Zahnkosmetik ausprobieren, dass es viel angenehmer ist, schmerzfrei und auch nach dem Bleaching das Gefühl einfach viel, viel schöner ist als nach dem medizinischen. Ne? Wie ist das bei Zahnersatz, wenn man jetzt Zahnprothese oder so hat? Also bei der Zahnprothese ist es ja so, dass alle Zähne meistens ersetzt sind. Das heißt, da ist nichts mehr Natürliches. Da kann ich dann leider nicht mehr viel machen. Ja, also, wenn man jetzt irgendwie eine Krone oder so hat? Genau. Eine Krone ist halt auch farblich festgesetzt. Es ist eine Keramik. Ja, die kann das Gel leider nicht aufnehmen. Es ist halt eine anorganische Substanz. Aufgehellt werden leider nur natürliche Zähne. Ja, also wenn man da jetzt eine Krone hat im sichtbaren Bereich oder ein Vinier, eine Kunststofffüllung, dann muss man in der Beratung das natürlich gesondert besprechen und dem Kunden auch sagen, dass der Zahn so bleibt, wie er ist. Habe bisher aber schon ganz, ganz viele Zahnaufhellungen in meinem Studio gehabt, wo wir Kronen hatten und meistens hat es gut geklappt. Okay. Ja, also es war wirklich immer ein kleiner Farbunterschied natürlich da, aber womit man noch leben kann. Oder wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe halt eine Freundin, die soll halt, glaube ich, eine Krone bekommen. Und da hat der Arzt ja aber geraten, vorher die Zähne aufzuhellen, dass man dann die Krone den auffällenden Zähnen anpasst. Quasi. Genau. Also wenn eine etwas größere Geschichte beim Zahnarzt ansteht, kann ich nur empfehlen, die Zähne vorher aufhellen zu lassen, weil in der Zahnarztpraxis wird die Zahnfarbe festgesetzt, so wie die natürlichen Zähne aussehen. Ja. Das heißt, wenn man etwas gelblichere Zähne hat, wird die Zahnkrone natürlich auch etwas gelblich hergestellt. Und wenn man dann vorher eine Zahnaufhellung hat, dann werden die natürlichen Zähne heller und dann kann man die Krone auch heller gestalten. Ja, genau. Na? Dann, wie lange hält das Ergebnis? Also, es kommt darauf an, ob man raucht.
Kaffee trinkt, Tee trinkt, ist natürlich vom Konsumverhalten abhängig. In der Regel besuchen mich die ersten Kunden nach 6 Monaten wieder. Das sind dann diejenigen, die auch gerne mal rauchen, im Büro sitzen, viel Kaffee trinken. Mhm. Empfehle ich nach 6 Monaten das Ergebnis wieder aufzufrischen. Wenn wir jetzt aber ein Ergebnis nach einem Large Bleaching haben und es so wirklich richtig schön hell geworden ist, dann reicht es auch, wenn man erst nach einem Jahr wiederkommt. Also es ist wirklich unterschiedlich. Ich habe jetzt auch schon die ersten Kunden gehabt, die im Februar da waren und jetzt nach 6 bis 8 Monaten wiederkommen. Mhm. Da machen wir die Farbanalyse und schauen, ob die Farbe wirklich stark zurückgegangen ist. Und es ist teilweise noch so hell, dass wir kein neues Bleaching machen müssen. Okay, super. Na? Dann setzen wir den Termin weiter nach hinten und dann kommt der Kunde dann erst nach einem Jahr wieder. Mhm. Aber in der Regel nach 6 Monaten, wenn viel geraucht wird, Kaffee getrunken wird, viele Farbstoffe zu sich genommen wird. Aber nach einem Jahr kann man es auch machen. Dann gibt es Fälle, was die Krankenkasse übernimmt oder in dem kosmetischen Bereich gar nicht? Leider nicht. Es ist halt eine Sache, die gesetzliche Krankenkasse nicht bezuschusst, auch nicht in der Zahnarztpraxis, weil es halt nichts ist, was jetzt gesundheitsfördernd ist. Genau. Also man macht es ja wirklich aus einem kosmetischen Grund, um etwas kosmetisch zu verbessern, hat keine gesundheitlichen Hintergründe, wo die Krankenkasse sagt, das muss jetzt gemacht werden. Mhm. Ja, deswegen gibt es da leider keine Zuschüsse. Es gibt aber vielleicht auch schon, muss ich mich nochmal weiter informieren, private Zusatzversicherungen, wo man Zahnbleaching mit versichern kann. Mhm. Hatte ich jetzt eine Kundin, die hat eine Rechnung eingereicht. Müsste ich nur noch mal nachfragen, ob das erstattet worden ist. Okay. Aber die gesetzliche Krankenkasse gibt da leider nicht zu. Wenn man so minimale Risse in den Zähnen hat, mhm. Kann man das dann trotzdem machen oder ist es dann davon abzuraten? Also Schmelzrisse, wenn es wirklich tiefgehende Schmelzrisse sind, die durch einen Sturz oder so verursacht worden sind, ist abzuraten. Mhm. Ja, aber manchmal hat man Dentinrisse. Mhm. Ja, das sind ich glaube, ich habe auch auf dem einen Zahn einen ganz leichten, aber schon jahrelang. Es ist halt ein Unterschied, ob das jetzt wirklich tiefe Schmelzrisse sind oder ob es halt Risse im Zahnbein sind. Ja, aber wenn es halt tiefe Schmelzrisse sind, sollte man das nicht machen. Könntest du das dann analysieren oder sollte man da vorher zum Zahnarzt gehen? Also wenn man das vorher schon wahrgenommen hat, sollte man das auf jeden Fall beim Zahnarzt vorher abklären. Ja? Ich kann hier dann keine Diagnose stellen und sagen, jetzt haben wir hier tiefe Schmelzrisse oder einen tiefen Dentinriss. Ich verweise da dann immer zum Zahnarzt, um das einmal abklären zu lassen. Was muss ich danach beachten? Also wenn ich jetzt bei dir hier fertig bin, kann ich dann raus und mir gleich den ersten Kaffee gönnen und... Auf gar keinen Fall. Selbstmord für die Zahnfarbe. Nein, also wenn ihr das Studio verlässt nach der Zahnaufhellung, dann werdet ihr in der Beratung auch natürlich darüber informiert, wie ihr euch zu verhalten habt. Also hier geht keiner raus, ohne zu wissen, was jetzt Sache ist. Es sollte bitte darauf verzichtet werden, wie Kaffee, Tee, Rotwein, Zigaretten. Das sind alles Dinge, die man genau bespricht. Mhm. Aber 24 bis 48 Stunden sollte man auf diese Farbstoffe bitte verzichten. Eine weiße Diät sollte man halten, also nicht unbedingt Spaghetti Bolognese oder eine Currywurst. Paprikapulver, Currypulver. Genau, alles was stark färbt, bitte weglassen. Weiße Diät ist super gut auszuhalten. Man kann Nudeln essen, Reis essen, Kartoffeln, helles Fleisch. Also es gibt ganz, ganz viel, was man essen darf und darüber... Und 2 Tage wäre am besten so, ne? Also, ja, genau. Der Zahn zieht sich halt die Flüssigkeit zurück, die er während der Aufhellung verliert. Mhm. Und es wäre dann wirklich dramatisch, wenn der Kunde das Studio verlässt und sich mit der Freundin gleich einen Kaffee bestellt. Mhm. Na, dann kann es wirklich sein, dass das Ganze für die Katze ist. Ja, das Geld aus dem... Wollen wir ja nicht riskieren. Richtig. Ne? Letzte Frage. Werden die Zähne gleichmäßig weiß oder... Oder unterschiedlich. Ja, oder unterschiedlich. Nein, also wenn die Ursprungssituation so ist, dass man... eine gleichmäßige Zahnfarbe hat, wird das Ergebnis auch gleichmäßig. Ne? Mhm. Das Gel wird halt direkt auf den Zahn aufgetragen. Hier im Studio wird nicht mit einer Schiene aufgehellt, damit das Gel einfach gleichmäßig an den Zahn kommt. Und wenn wir jetzt natürlich die Eckzähne haben, die ein bisschen dunkler in der Regel sind und die anderen Zähne sind aber ein Tucken heller, dann haben wir nach dem Bleaching dieselbe Situation. Ja? Eckzähne trotzdem noch etwas dunkler. Aber die Gesamtsituation ist dann heller, ja? Mhm. Aber dass man jetzt sagt, die Zähne werden unterschiedlich hell, das nicht. Ja, das wären so die Fragen. Super. Ja, und du bietest ja auch noch deine Zahnpasta an, die man dann halt begleitend dann noch weiter nehmen kann. So, ich nehme auch meine Zahnpasta hier mit. Richtig. Also es gibt gewisse Zahnpasten, die ich selber auch benutzt habe und selber von überzeugt bin. Es gibt ja sehr, sehr viel in den Drogeriemärkten. Man kann ja von... A bis Z sich da wirklich einkaufen. Ich würde da nicht alles benutzen. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Ich habe hier Zahnpasten, die ich gut finde.
die das ganze Ergebnis noch mal länger haltbarer machen, gerade für Raucher oder Kaffeetrinker, Rotweintrinker, die wirklich jedes Wochenende sagen, ich brauche mal einen Rotwein, gibt es Zahnpasten, die man für zu Hause benutzen kann. Aber ich würde jetzt nicht wild in der Drogerie einkaufen gehen und irgendwelche Weiteren. Und ganz wichtig, benutzt in den 2 Tagen auch keine blaue oder schwarze Zahnpasta. Genau. Weil ich hatte nämlich auch zu Hause so eine schwarze und dann diese mit diesen blauen Kernen und so. Das färbt eure Zähne dann auch ein und das ist dann auch nicht so toll. Also nicht nur auf Essen und Trinken verzichten, sondern auch auf eine Zahnpasta. Richtig, also es sollte eine weiße Zahnpasta sein, ne? Aber das wird in der Beratung immer ganz genau besprochen, wie gesagt. Also hier geht keiner raus nach dem Zahnbleaching und weiß nicht, was er jetzt machen soll. Die Beratung dauert dementsprechend natürlich auch ein bisschen. Ne? Man lernt sich erstmal kennen, man kann offene Fragen stellen. Wenn einem das Ganze noch nicht so zusagt und man möchte sich das Ganze erstmal anhören, bin ich auch immer bereit dazu, erstmal ein Beratungsgespräch zu führen, einen Beratungstermin. Und wenn der Kunde sagt, das passt mir und die wieder gefällt mir, dann kann man auch einen separaten Aufhellungstermin vereinbaren. Also man ist hier wirklich super aufgehoben. Das freut mich. Ja. Und wir machen heute? Wir machen heute Zahnschmuck. Genau. Ja, und du kannst ja nochmal gucken, können wir gleich nochmal filmen. Ja. Vergleich meine Zahnfarbe. Richtig. Wir haben nämlich die Ursprungsfarbe von Melanie aufgeschrieben. Das heißt, wir werden gleich mal schauen, wie sich das gehalten hat, wie sich die Zahnfarbe entwickelt hat. Das machen wir immer bei jedem Kunden, weil man neigt ja auch immer in der Kosmetik dazu zu übertreiben. Ja, es ist einem manchmal nicht hell genug und dann... Ja, so wie bei mir. Also ich würde am liebsten so richtig Hollywood-weiß, Nadel, Abdel, Fahrrad. Und wenn du jetzt lächelst, würde ich sagen, hast du das schon fast. Dann dankeschön. Gerne. Guck nochmal kurz mit in den Spiegel, dass der hier so auf der Ecke klebt. Oder möchtest du den mehr hier in der Mitte haben oder mehr nach außen? Wo hast du deinen? Ja, auch so. Na, so zur Mitte hin, na, dass er hier ungefähr hier auf dem Punkt positioniert wird. Mhm. Ja, also da finde ich es eigentlich auch mal am schönsten. Ja. Ja, alles klar. Dann stopfe ich dich jetzt mal so ein bisschen mit Watte aus. Ja. Ja, das kriegst du jetzt erstmal hier in die Lippe rein. So, dann müsstest du einmal so ein bisschen öffnen. Jetzt werde ich dir den Zahn so ein bisschen trocken legen, ja? Wird einmal so ein bisschen kalt. Und auf die Stelle, wo jetzt das Steinchen geklebt wird, bekommst du jetzt einmal ein Gel aufgetragen. Damit wird nämlich die Zahnoberfläche vorbereitet. So, das müssen wir jetzt einmal so ein bisschen einwirken lassen, ja? Okay. Muss einmal so ein bisschen geöffnet lassen, dass die Unterlippe nicht an das Gel kommt. Genau. Und jetzt kommt einmal ein großer Speichelsauger, ja? Und ein bisschen Wasser. Damit wird das Gel jetzt einmal komplett runtergespült. Die klebt da dran, passiert nichts. Wird einmal kalt, nicht erschrecken. So. So, jetzt wird der Zahn nochmal komplett getrocknet, wird nochmal ganz kalt. Und jetzt auch ganz wichtig, dass du einfach schön weit auflässt, dass da kein Speichel mehr an die vorbereitete Oberfläche kommt, ja? Jetzt wird einmal die flüssige Keramik auf den Zahn angebracht. Damit wird der Zahnschmuck nämlich auf dem Zahn befestigt. Gar nicht mal viel, genau, nochmal ganz weit aufmachen. Genau, super. Dann haben wir jetzt einmal das Steinchen. Einmal das blaue Licht und jetzt wird die Keramik hier ausgehärtet. Ne? Die Keramik trägt den Zahnschmuck. Das ist immer ganz wichtig, dass man da ganz grazil arbeitet. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So, härten wir nochmal aus und dann wird um den Steinchen herum nochmal so ein bisschen Kleber angebracht, sodass es auch vernünftig hält. Und dann war es das auch schon. Dann werde ich dir jetzt einmal die Watte hier rausnehmen. Kannst ruhig einmal schließen und dann kannst du dir das Ganze mal ansehen. Oh ja. Ne? Gefällt's dir? Gut. Habe ich den richtigen Punkt getroffen, ja? Und was muss ich da jetzt beachten? Also du könntest theoretisch sofort essen, weil der Kleber ist sofort fest. Du musst nichts beachten, kannst auch alles essen, alles trinken. Okay. Ganz normal putzen, musst da nichts beachten. Ne? Okay. Und wie lange hält das jetzt? Also in der Regel sollte der so lange halten, bis du ihn nicht mehr haben möchtest. Der Kleber, der ist wirklich bombenfest. Ja? Klar gibt es auch Fälle, wo es mal früher abfällt oder es vielleicht ein Luftbläschen gegeben hat. Dann auf jeden Fall anrufen. Ich habe jetzt keine bestimmte Zeit, wo ich sage, es gibt jetzt 2 oder 3 Monate Garantie drauf. Wenn du mich anrufst und es ist nach kurzer Zeit wieder ab, dann kommst du natürlich wieder her und kriegst es natürlich kostenfrei wieder rauf angebracht. Okay. Ja? Aber mein Steinchen, den habe ich zum Beispiel seit Beginn der Ausbildung. Und habe den dann runternehmen lassen und habe mir dann jetzt erst vor einem Jahr einen neuen dran machen lassen. Ja? Und ich hatte vorhin gefragt, also ich habe jetzt den Zahnschmuck
Und wenn ich jetzt bleachen möchte oder ich möchte beides haben, muss erst der Zahnschmuck gemacht werden und danach bleachen, weil? Genau, der hält nicht. Wenn man erstmal die Zähne aufhält und dann den Zahnschmuck anbringt, dann hält der Zahnschmuck nicht, weil der Zahn ja unter Flüssigkeitsverlust leidet. Ja? Das heißt, die Zahnschmelzoberfläche ist so ein bisschen verändert. Und wenn man dann nach dem Bleaching einen Zahnschmuck anbringt, dann fällt der in der Regel ab. Also immer vor der Zahnaufhellung. Okay. A3,5 und A4. Okay. Mit den Zahnfarben haben wir gestartet, als du hergekommen bist. Okay. Dann sieht man auch ganz deutlich, wie stark du deine Gelbpigmente verloren hast und wie viel heller das wirklich ist. Ne? Ja. Nochmal zu dem Thema. Ich habe immer das Gefühl, das sieht aus wie vorher. Ja, genau. Deswegen ist es mir immer ganz wichtig, dass man vorher diese Farbanalyse macht, gemeinsam, dass du auch mitsiehst, welche Farbe habe ich. Mhm. Die kann man sich dann im Handy abspeichern oder gerne auch mal abfotografieren, ja, weil man kann das manchmal gar nicht glauben, dass die Zähne tatsächlich so gelb waren. Ja, ne? Also manchmal denkt man sich immer, ja, die waren zwar ein bisschen gelb, aber so gelb waren sie. Sind sehr nie gewesen. Wenn ich das ranhalte, dann glaubt immer keiner, dass die Zähne tatsächlich so ausgesehen haben. Ne? Ja. Da brauchst du kein neues Bleaching. Okay. Ja, jetzt habe ich noch ein Steinchen. Ja, sieht schön aus. Ja, mach gleich mal ein Foto. Ja. Sieht echt toll aus. So, ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß mit dem Video und ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was Zähne bleachen, wie das funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal schreibt, ob ihr damit Erfahrung schon habt, ob ihr beim Zahnarzt mal wart oder ob ihr speziell in so einem Bleaching-Studio schon wart und ja, wie eure Erfahrungen sind. Und gewinnen könnt ihr ja immer noch diese Zahnpasta und ich werde dann einfach randommäßig aus den Kommentaren ein paar Leute auswählen. Ich denke mal so 5 Leute und dann schreibe ich euch an, aber erst nach dem Urlaub, weil wenn das Video ja online ist, dann kann sein, dass ich kurz davor bin, abzuheben, ab in den Urlaub und dann mache ich das in Ruhe, wenn ich wieder wohlbehütet in Deutschland gelandet bin. Wie gesagt, kommentiert mal, ob ihr Erfahrungen habt, ob positiv oder negativ und dann wähle ich dann ein paar Gewinne aus den Kommentaren. Infos von Hill Smiles verlinke ich euch alle unten in der Infobox, wenn ihr auch Kontakt zu wieder aufnehmen wollt. Also wie gesagt, ich bin super, super zufrieden da. Man fühlt sich so wohl. Sie ist so eine herzliche Person. Kann ich einfach nur wärmstens empfehlen. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag und